Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass ihr wieder mit am Start seid. Mein Name ist Vika, ich bin 31 Jahre jung, Mama einer Zweijährigen und Unternehmerin. Ich unterstütze Frauen dabei, ihr Online-Business aufzubauen. Und in dieser Podcast-Folge wollen wir über etwas ganz Besonderes sprechen. Es gibt großartige Neuigkeiten, ihr Lieben. Es gibt großartige Neuigkeiten. Ah, ich traue mich nicht. Ich bin gerade so mega aufgeregt, weil es schon super, super special ist. Aber ich haue es jetzt einfach raus. Wir wandern aus. Yes, wir wandern aus. Ey, wie verrückt ist das? Es ist so verrückt, das laut auszusprechen. Wir haben die letzten Monate, Wochen damit verbracht, das Ganze zu planen und so weiter und so fort. Und eigentlich, ganz ehrlich, Leute, man kann nicht alles bis ins Detail planen. Und das ist, glaube ich, das, was das Wertvollste, was ich in den letzten 3 Jahren auch meines Unternehmertums, meines Businesses gelernt habe, dass man vertrauen darf, vor allem Vertrauen in sich selber haben darf, Vertrauen in das Leben haben darf und einfach auch dem Leben folgen darf oder folgen lernen darf, um mit dem Flow zu schwimmen. Also wenn ihr mich fragt, oh mein Gott, wie habt ihr das Ganze geplant? Es ist vieles einfach im Flow passiert. Und ich dachte mir, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, damit ich nicht ganz so sehr ausschweife, aber auch nichts Wichtiges vergesse, was ich unbedingt mit euch teilen möchte. Ein Punkt ist, ich wollte unbedingt mit euch darüber sprechen, wie wir diese Entscheidung überhaupt getroffen haben. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch eine Inspiration, wie man eine Entscheidung in seinem Leben treffen darf, also wie man es auch machen kann. Und ich weiß, für all diejenigen, die so eher rational unterwegs sind und sehr sich auf den Verstand verlassen, dass es denen vielleicht schwerfallen wird. Und ich fühle euch so sehr, weil ich bin genau diese Person. Leute, oh mein Gott, ich bin genau diese Person. Also haltet euch fest, wir waren im Januar, waren wir eine Woche auf Zypern. Und ich sage euch ehrlich, wie es ist. Mein Gefühl wusste da schon, das ist es. Das ist das, was ich als Erfahrung auf diesem Planeten erleben möchte. Das ist das, was ich erfahren möchte als Seele, als Mensch, als Vika, als Persönlichkeit, mit meiner Familie. Ich möchte diese Erfahrung machen. Dann kam aber mein Verstand. Und mein Verstand hat gesagt, boah, nein, das kannst du doch nicht machen. Also du kannst doch nicht einfach so mir nichts, dir nichts, einfach auswandern, in ein Land gehen. Du hast doch gar keine Ahnung. Und durch dieses Spiel zwischen Kopf und Gefühl, also Verstand und Herz, habe ich mich dann mit meinem Kopf dazu entschlossen, hey, let's go, dann machen wir mal einen Monat Probezeit. Wir testen das Ganze mal aus, weil ich finde, so nach 3 Wochen kommt man erst so richtig in diesen Alltag rein und man braucht so ein bisschen Zeit, um sich wirklich reinzufühlen in das Land, wie gesagt, einen Alltag zu bekommen, um rauszufinden und zu spüren, ob es wirklich das Richtige für einen ist. Und was glaubt ihr? Also ich sag ja, mein Herz, meine Seele, das Innere hat schon in dieser einen Woche im Januar die Entscheidung getroffen. Mein Verstand hat mich dann davon überzeugt, das ist wichtig, das ist eine wichtige Entscheidung für dich und dein Leben. Du solltest unbedingt da rationaler rangehen, ja, mit Verantwortung quasi. Und ja, daraus ist dann dieser eine Monat entstanden, dass wir einen Monat dann auf Zypern verbracht haben, um rauszufinden, ob es wirklich das Richtige für uns ist. Und ich hatte schon eine Podcast-Folge dazu gemacht und ich hatte auch schon ein Live dazu gemacht, wie unsere Erfahrungen waren. Die erste Woche auf Zypern und dann in der Podcast-Folge, wie der ganze Monat für uns war. Und ich sage euch ehrlich, wie es ist. In der ersten Woche. Also wirklich, wenn das Herz, wenn du dir so gut vertrauen, wenn du die Verbindung zu dir so aufgebaut hast, dass du deiner inneren Stimme, deiner Seele, deinem Gefühl, deinem Herzen vertrauen kannst, dann wirst du merken, ganz egal, welche Handlungen du im Nachgang vollziehst, dein Herz hat schon entschieden. Und ich habe da auch gemerkt, die erste Woche, es ist so verrückt, was da alles passiert ist, wie das Leben dir auch zuspielt, wenn du auf dem richtigen Weg bist. Und die erste Woche war magisch. Leute, wir haben uns innerhalb der ersten Woche schon so heimisch gefühlt. Die Kleine war schon bei der Tagesmutter auf Zypern. Also wie verrückt ist das, dass da einfach sich alles fügt.
Wie gesagt, wenn das das Richtige für dich ist. Und natürlich gibt es trotzdem Herausforderungen und du hast Struggles, aber diese erste Woche auf Zypern von diesem ganzen Monat war schon sehr, sehr, sehr magisch. Und der ganze Monat war unfassbar wichtig auch für uns. Ich sage ja, kann man eigentlich niemandem erzählen, wie wir die Entscheidung getroffen haben, weil eigentlich ist die Entscheidung schon in der ersten Woche im Januar damals getroffen. Wir haben einfach nur für unseren Verstand den einen Monat als Probezeit quasi hinterhergeschmissen, damit wir auch mit unserem Verstand Hand in Hand quasi diese Entscheidung treffen oder endgültig diese Entscheidung treffen und endgültig uns dann dafür entscheiden, diese Erfahrung als Familie und ich als Hika, dann auch zu machen, zu vollziehen. Und jetzt ist es soweit. Es ist unglaublich. Also auch nach diesem einen Monat sind wir zurückgekommen. Wir wussten, wir wollen es unbedingt. Wir wussten noch nicht wie. Wir wussten nicht, wie das funktionieren wird und wann. Und all das war nicht klar. Ich bin aber, wie gesagt, ich bin unfassbar dankbar der letzten 3 Jahre in meinem Business, weil das hat eine sehr, sehr wichtige Rolle in meinem Leben, in meiner Persönlichkeitsentwicklung gespielt. Und ich bin so dankbar, dass ich durch diese Zeit der letzten 3 Jahre gelernt habe, auf mich zu vertrauen, auf das Leben zu vertrauen, auf das Leben zu bauen. Das ist mein Fundament. Das ist mein Fundament, dass ich ganz genau weiß, das Leben führt mich. Und ich kann mich darauf verlassen. Ich kann mich auch auf meine Fähigkeiten, auf meine Skills verlassen. Und ich kann mich auch darauf verlassen, dass wenn es mal hart auf hart kommt, dass ich auch das überstehen werde. Dass ich daraus wachsen werde. Denn all die Herausforderungen in unserem Leben sind nicht dafür da, um uns runterzumachen, sind nicht dafür da, um uns zu zerstören, sondern sie sind dafür da, um uns zu stärken, um uns zu zeigen, was wir eigentlich alles drauf haben, um das Potenzial, was eh schon in uns steckt, rauszuholen. Und mit diesem Vertrauen in mich, mit diesem Vertrauen in das Leben, war, wie gesagt, für uns eigentlich schon klar, wir werden es auf jeden Fall machen. Und egal wie es wird, also wir hatten keinen konkreten Plan. Ich glaube, wir haben den immer noch nicht. Wenn man ganz ehrlich ist, ich glaube, wir haben den immer noch nicht. Und der ein oder andere sagt jetzt wahrscheinlich auch, oh mein Gott, wie crazy. Also ihr habt Mut. Meine Freundin hat auch gesagt, ihr habt Eier, Alter. Also das, was ihr da macht und dass ihr das alles nicht bis ins kleinste Detail durchgeplant habt. Ich vertraue einfach auch darauf, auf meine Fähigkeiten im Moment Entscheidungen treffen zu können. Im Moment mich für das Richtige zu entscheiden. Ich grübel nicht darüber nach, welche Probleme oder Herausforderungen auftauchen könnten auf diesem Weg, bevor sie überhaupt da sind, sondern wenn ich an diesem Punkt bin, wo dieses Problem auftaucht, dann werde ich mir die Zeit dafür nehmen, um dieses Problem zu lösen oder diese Herausforderung, durch diese Herausforderung zu gehen. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die jeder Mensch, jeder kann das erlernen. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, diese Fähigkeit zu erlernen. Wie machst du das Ganze? Indem du immer wieder in die Herausforderung gehst und eben auch dieses Selbstvertrauen entwickelst, dass du aus jeder Herausforderung rauskommst, dass es trotzdem, dass du danach noch am Leben bist, dass dir nichts Schlimmes passiert, auch wenn es unangenehm ist in diesem Moment. Auch wenn es verdammt unangenehm ist in diesem Moment. Du merkst aber, all die Sorgen und Ängste, die du hattest, nachdem du diese Herausforderung überwunden bist, in diese Angst gegangen bist, im Nachgang merkst du, oh, so schlimm war es gar nicht. Und das ist ja das Spannende und das ist, glaube ich, auch das, warum das Leben da ist, wofür das Leben da ist. Dass wir genau diese Erfahrung machen, dass wir uns auf unserem Weg, auf dem Weg des Lebens immer wieder erkennen, wie viel wir eigentlich drauf haben. Wie viele Fähigkeiten wir haben, wie viel Potenzial in uns steckt. Und dass wir genau dieses Potenzial ja nur ausschöpfen können, wenn wir losgehen für uns, wenn wir in diese Herausforderung gehen, also wenn wir zu Hause sitzen, da wo es gemütlich und bequem ist und wir wissen ganz genau, was uns erwartet und es gibt nichts, was wir nicht vorahnen können, dann haben wir auch nicht die Möglichkeit, eben rauszufinden, was alles an Kräften, Stärke und Fähigkeiten in uns steckt. Wie viel Potenzial in uns steckt, was wir ausleben können und ausschöpfen können. Und seitdem ich das weiß, beziehungsweise in dieser Zeit, in diesen 3 Jahren, in den letzten 3 Jahren, habe ich immer mehr für mich rausgefunden, dass ich genau aus diesen Momenten wachse. Also ich gehe bewusst in Herausforderungen. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, hey, ich habe hier mir ein richtig schönes Leben aufgebaut. Ich liebe Deutschland, ich liebe es, welche Möglichkeiten wir hier haben. Ich habe ein wunderschönes Haus, ich liebe dieses Haus so sehr.
Es ist meine Familie, meine Freunde, es ist alles da, es ist alles safe. Wisst ihr, was ich meine? Auch in den letzten 3 Jahren habe ich mich finanziell sehr gut aufgestellt. Unsere Familie ist sehr, sehr gut aufgestellt. Also an sich ist alles super. Und ich könnte genau in dieser Bubble, wo alles wundervoll und alles super ist, bleiben. Oder aber ich gehe in die nächste Herausforderung. Und die nächste Herausforderung für mich ist eben diese Auswanderung. Und Leute, ihr werdet das nicht glauben. Natürlich, viele von uns haben diesen Traum. Irgendwann lebe ich am Meer. Und genauso war es bei mir und Alex auch. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, aber es war immer dieses, ja, irgendwann, irgendwann dann. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist so weit entfernt. Also wir hätten im Leben nicht gedacht, dass wir einfach auswandern. Also versteht ihr? So schnell, so schnell. Und vielleicht hier auch einmal kurz zu der Zeitspanne, wann das Ganze geplant ist. Jetzt werden die Nächsten einfach in Ohnmacht fallen. Wir werden diesen Monat auswandern. Was? Also auch das ist für mich selber, also für uns selbst ist es auch total verrückt. Es ist total mutig. Wir haben schon alles in die Wege geleitet. Wir sind hier gerade dabei im Ausräumen, Ausmist, Loslassmodus. Und es bringt auch so viel Prozesse und Transformationen mit sich. Es ist unglaublich auch festzustellen, wie krass wir einfach daran gewöhnt sind, Dinge aufzuschieben, weil es halt in dem Moment sich. Es ist das Schönste und gleichzeitig das Forderndste aktuell bei uns. Ist ja klar. Also wisst ihr, man will es so sehr und gleichzeitig ist es aber nicht einfach. Es ist nicht einfach, das zu machen. Ich hasse es, mich in Zeugs rumzudings dann ausmisten, umräumen und so weiter. Ich mag das gar nicht. Das Gefühl danach ist geil, sage ich ehrlich, wie es ist. Also wenn man sich dann dazu überwunden hat und es doch macht, das Gefühl danach ist mega geil. Man fliegt, weil das so viel Leichtigkeit mit sich bringt, weil man einfach Dinge loslässt, die energetisch uns ja auch irgendwie belasten oder uns einfach eine Last sind. Das ist einfach Fakt. All die Dinge, die du zu Hause sammelst, all die Dinge um dich rum, die du hast, die haben auch eine energetische Last für dich. Und je mehr man diese Dinge loslässt, vor allem die Dinge, die dir keine Freude mehr bereiten, sei es Kleidung, sei es irgendwelche anderen Dekosachen, auch nützliche Dinge, die vielleicht dir keinen Nutzen mehr bringen, die eher irgendwo in einer Ecke verstauben, das alles frisst auch deine Energie. Also wie krass ist das? Und ich spüre während diesen Prozesses, dass wir das ganze Haus, es ist unglaublich, wie viel Zeug wir haben, also wir haben in 2 Jahren echt viel angesammelt, muss man ehrlich sagen. Wir sind vor 2 Jahren in dieses Haus gezogen, also ziemlich genau sogar vor 2 Jahren, im Juni vor 2 Jahren, und haben so unglaublich viel Zeug angesammelt. Das ist wirklich krass. Man glaubt es nicht, aber es kommt schon sehr schnell sehr viel zusammen. Und sehr viel Zeug, was einfach diese 2 Jahre nie genutzt wurde. Ja? Das einfach auch rumlag und keiner es gebraucht hat. Also das ist das, was ich meine. Und unbewusst, energetisch, nimmt das ja trotzdem seinen Platz ein und ist dir auch energetisch eine Last. Also ich spüre auf jeden Fall die Erleichterung des Loslassens. Es macht mir unfassbar viel Spaß. Es ist ein Prozess. Es ist definitiv auch Transformation. Also loslassen, man verbindet so viele Dinge mit den Dingen, also so viele Erfahrungen und Erinnerungen mit den Dingen, die man dann loslassen darf. Und ich finde es unfassbar spannend. Früher, die Vika von früher, die Vika vor 3 Jahren, sagen wir mal so, hätte unfassbar Schwierigkeiten, Dinge loszulassen. Das ist verrückt. Die Vika heute hat klar ein anderes Mindset, ein anderes Weltbild und hat sogar so viel mehr Spaß daran, Dinge loszulassen. Und weil ich verstehe einfach, dass je mehr ich loslasse, desto mehr Platz schaffe ich für etwas Neues. Und ich bin sowas von bereit für etwas Neues. Ich bin sowas von bereit für mein Next Level. Ich bin sowas von bereit, neue Erfahrungen zu machen mit meiner Familie zusammen. Ich sage es euch ja, dieser eine Monat auf Zypern hat mich geprägt. Es hat meine Tochter geprägt, meinen Mann geprägt. Es hat so viel mit diesen Menschen auch gemacht, mit mir gemacht und auch. Wir hatten auch Besuch aus meinem Team und auch mit diesen Frauen und ihren Familien hat das so unglaublich viel gemacht. Und das ist das, da merke ich, oh mein Gott, das ist genau das Richtige. Ich darf genau in diese Richtung, in diese Perspektive schauen, in diese Richtung gehen, mich weiter voranbewegen, weil am Ende des Tages ist es genau das, was mich damals inspiriert hat. Ich habe damals so unfassbar gerne Bloggern zugeschaut, auf Instagram, auf YouTube.
wie sie ihr Leben leben, was sie für ein Leben leben, das hat mich so sehr inspiriert. Und Leute, ich habe es auch so sehr gebraucht, um mein Weltbild einfach zu erweitern, um meinen Horizont zu erweitern, weil in meinem Umfeld gab es nur 9 to 5. Also ich kannte es nicht, beziehungsweise 9 to 5 und klassische Selbstständigkeit. Ich habe nur gesehen, wie du sehr, 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 sehr hart arbeiten musst für, nicht mal für Freiheit, sondern du hast einfach für Geld hart gearbeitet. Also Freiheit war da nicht drin. Und wisst ihr, das war halt so mein Weltbild. Und durch Internet, durch YouTube, durch Social Media allgemein hat sich mein Weltbild, mein Horizont erweitert. Ich habe gesehen, dass es auch anders geht. Und schaut mal, es gibt da Menschen, die es anders machen. Und dadurch, dass es mir so viel Mehrwert gebracht hat, diesen Menschen zuzuschauen und zu sehen, dass es anders funktioniert und mir auch immer mehr zu erlauben, dass es für mich auch möglich ist, sind Möglichkeiten in mein Leben, Chancen in mein Leben getreten, die ich dann ergriffen habe und die mein komplettes Leben verändert haben. Also was? Das ist so verrückt einfach. Es ist so verrückt, was möglich ist. Hätte ich das gedacht? Nein. Habe ich mir das gewünscht? Ja. Ich habe mir das so sehr gewünscht und ich wollte es so sehr und ich habe alle Tools, alle, Vision Board, Mindset schreiben oder Dankbarkeit schreiben. Ich habe das alles gemacht, meditiert, alles. Ich habe Bücher mir reingezogen von den Menschen, die schon dort sind, wo ich hin möchte. Ich habe das alles so verschlungen, weil ich einfach auch wusste, dass wenn ich mein Weltbild, wenn ich den Glauben daran, dass es auch anders geht, in mir entwickle, mir das zutraue, beziehungsweise mir das auch erlaube, dass das meine Realität wird. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir unsere Realität selbst erschaffen. Alles, all das Gute und all das Schlechte erschaffen wir. Wir sind der Kern, der das alles in unserer, der wirklich auch unser nicht nur Weltbild, sondern unsere Welt, unsere kleine Welt um uns herum erschafft. Und so wie du im Inneren eben bist, das, woran du glaubst oder woran du zweifelst, das sind alles das ist dein Inneres. Und dieses Innere erschafft das Äußere, weil du entscheidest ja, wie du auf das Äußere reagierst. Und wenn du in dir im Mangel bist und an etwas zweifelst, hinterfragst, kritisch bist und Angst hast und denkst, keine Ahnung, die Welt, die Menschen da draußen wollen dir was Böses oder wollen sich profilieren an dir, was auch immer. Wenn das dein Inneres ist, so wie du diese Welt siehst oder empfindest, im Inneren fühlst, dann wird genau das dir widerfahren. Denn unser Gehirn ist so ausgelegt, dass wir immer Recht behalten wollen. Dein Kopf, dein Verstand will immer Recht behalten. Also wenn das dein Weltbild ist, beziehungsweise das dein Inneres ist, dann wird dein Gehirn auch immer nach Beweisen suchen, dass du Recht behältst. Und das zu begreifen und das zu verstehen und das als Tool auch für sich zu nutzen, ich habe irgendwann mal begriffen, okay, wenn es so funktioniert, wenn ich all das Leben und vor meinem Autounfall, das hatte ich in der ersten Podcast-Folge erzählt, vor meinem Autounfall ich war negativ. Mein Weltbild und so, wie ich das Leben gesehen und mir vorgestellt habe, war negativ. Ich habe mich zwar immer als, ich bin rational betitelt, aber nein, Mann, ich war verdammt negativ und ich bin immer von dem Schlimmsten ausgegangen. Und all das Schöne in meinem Leben, selbst daran habe ich gezweifelt. Sobald etwas Tolles in meinem Leben passiert ist, war ich skeptisch und dachte, oh nee, vielleicht ist da irgendwo ein Haken. Versteht ihr? Und dann wird dein Gehirn automatisch sich an die Arbeit machen und loslegen und den Haken suchen. Wo ist der Haken? Wie, das kann doch nicht sein. Versteht ihr? Also euer Fokus und eure Energie fließt die ganze Zeit da rein, etwas zu finden, was nicht läuft, was nicht funktioniert. Es kann doch nicht sein, dass es so einfach ist. Es kann doch nicht sein, dass das Leben so schön ist. Es kann doch nicht sein, dass die Menschen so glücklich sind. Sie tun bestimmt nur so, dass sie so glücklich sind. Alles, was ich gerade gesagt habe, das war ich. Versteht ihr? Das waren meine Gedanken. Das war meine innere Welt. Und diese innere Welt, diese Vika hat ja auch ihre äußere Welt dementsprechend geformt. Dadurch, dass mein Fokus auf die Dinge gegangen ist, was nicht funktioniert. Auf die Dinge, die, guck mal, sie ist doch traurig. Guck mal, so gut geht es ihr doch nicht. Sobald ein Mensch sich irgendwie, keine Ahnung, geöffnet hat und gezeigt hat, dass die Person halt eben auch Gefühle hat irgendwo, versteht ihr? Oder Herausforderungen. Und das ist menschlich, Leute, wir alle. Egal an welchem Punkt wir in unserem Leben sind, jeder von uns hat Herausforderungen. Und wenn wir sie nicht haben, wird unser Leben,
uns dazu zwingen, weil Herausforderungen sind dafür da, dass wir uns weiterentwickeln. Und wenn wir keine Herausforderung haben, wird das Leben uns immer wieder vor Herausforderungen stellen, damit wir uns als Persönlichkeit, als Seele eben hier weiterentwickeln. Denn darum geht es, das ist das Spiel, das sind die Regeln, das Spiel des Lebens. Wir sind hier, um uns weiterzuentwickeln, um uns immer wieder neue Herausforderungen zu stellen, in unseren Ängsten zu stellen, damit das Potenzial, was in uns steckt, auch rauskommen kann, damit es überhaupt die Fähigkeit hat eben rauszukommen und sich zu zeigen, uns selber auch zu zeigen, was wir eigentlich alles drauf haben. Und ich bin, ihr wisst es, ich bin ein riesengroßer Fan von Frauen und ich weiß, dass wir Frauen, vor allem wir Frauen, zu wenig an uns selbst glauben, zu wenig daran glauben, was wir eigentlich alles drauf haben, was wir eigentlich alles erschaffen können. Und das ist so, das ist auch meine Mission, das ist das, warum ich rausgehe, das ist das, was mich so unfassbar motiviert, einfach auch als Inspiration voranzuschreiten, weil wie gesagt, die Blogger und die Menschen da auf Social Media haben mir gezeigt, was alles möglich ist und es liegt ja einfach nur nahe, dass ich das alles, was für mich funktioniert hat, für mich genutzt habe und diese Tools jetzt weitergebe und auch durch mein Leben, durch mein Sein, durch die Persönlichkeit, die ich geworden bin, auch eine Inspiration für euch da draußen, für dich da draußen sein darf. Und das ist auch so eine pure Erfüllung. Also man muss nicht extra etwas tun oder extra jemand sein oder extra aus sich jemanden machen. Nein, du darfst einfach du selbst sein, voranschreiten, dein absolut bestes Leben leben und damit Menschen inspirieren. Wow, also wie schön, das ist für mich pure Erfüllung. Das ist für mich pure Erfüllung. Das alles, was in mir oder in meinem Leben abgeht, in meinem Kopf abgeht, in meinen Feelings abgeht, das hier einfach zu teilen, zum Beispiel jetzt hier auch in der Podcast-Folge und damit Menschen zu inspirieren, zu motivieren, ihnen auch wieder Hoffnung und den Glauben an sich zu geben, ist für mich pure Erfüllung. Das ist das, wofür ich lebe, Leute. Das ist das, wofür ich lebe. Ich liebe es so sehr. Und wenn ich es machen kann oder die Energy dazu habe, weil ich gerade selber in Fülle bin, wie schön ist das? Und jetzt stellt euch mal bitte kurz für eine Sekunde vor, wir würden das alle tun. Wir würden uns alle viel, viel mehr auf uns verlassen, auf unsere Intuition verlassen, auf unsere innere Stimme, auf unsere Seele, dem Fluss des Lebens folgen, glücklich sein, erfüllt sein, unser bestes Leben leben und die Menschen da draußen inspirieren, indem wir einfach nur unser bestes Leben leben. Nicht extra was tun, nicht extra irgendwelche, ich weiß nicht, was auch immer. Es ist immer deine Energy, die die Menschen anzündet. Das ist immer das, was du zeigst, was du dir erlaubst, was vielleicht den einen oder anderen triggern könnte, wenn er noch nicht so weit ist. Oder einfach so auch triggern könnte, ob positiv oder negativ, das ist total egal. Aber du zündest etwas in diesen Menschen an. Und der Mensch entscheidet dann, wie er mit dieser Information, mit dieser Inspiration oder mit diesem Anzünden weitergeht oder weitermacht, was er daraus macht. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist das, wie wir einen Unterschied auf dieser Welt machen können. Ohne extra etwas zu tun. Wisst ihr, was ich meine? Also ohne extra einen Unterschied machen zu wollen. Wir leben einfach unser Leben, fokussieren uns darauf, uns in Fülle zu bringen, auch ein Füllegefühl im Inneren zu haben, Zufriedenheit zu haben und das einfach an die Menschen weitergeben, indem du deine Energy versprühst. Also ich weiß nicht, ich finde es so, so, so unglaublich. Ich muss mal ganz kurz hier auf meine Notizen schauen. Genau, meine Feelings dabei habe ich ja schon kurz erzählt. Also es ist total verrückt für mich nach wie vor, dass wir das tun. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und hätte man mir das vor einem Jahr erzählt, ich hätte es nicht geglaubt, weil Alex und ich haben schon oft darüber gesprochen, aber es war dann irgendwann mal. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe vor ein paar Tagen? Meine Mom war hier und hat uns unterstützt. Und ich habe auch zu ihr gesagt, Mama, ist das nicht krass? Vor 2 Jahren ungefähr habe ich auch eine Bloggerin beobachtet, die mit ihrer Familie ausgewandert ist. Auch auf einer Insel tatsächlich. Und ich habe es damals schon so krass gefeiert. Und da war halt für mich so, oh, das werde ich auch, das möchte ich auch unbedingt irgendwann mal in meinem Leben tun. Aber es war halt, wie gesagt, so weit entfernt. Ich hatte im Leben nicht damit gerechnet, dass 2 Jahre später wir auswandern auf eine Insel. Also wie crazy, wie verrückt ist das? Es ist so verrückt, dass mein Verstand selber nicht hinterherkommt. Es ist so verrückt, dass ich es selbst nicht glauben kann. Also wenn ich es selbst nicht erleben würde, würde ich es wahrscheinlich auch nicht glauben. Es ist verrückt. Deshalb, das ist auch der Grund, warum ich euch unbedingt auch so ein bisschen in meinen Kopf, in meine innere Welt, in meine Feelings mitnehmen möchte, weil ich euch einfach auch zeigen möchte oder
ja, zeigen möchte, erzählen möchte, dass ich auch ein ganz, absolut ganz normaler Mensch bin wie du da draußen. Also wirklich, ich habe alles, was heute da ist, ist einfach die Entwicklung. Ich bin einfach die Schritte gegangen. Ich habe nicht in der Mitte des Weges aufgehört oder bin umgedreht. Vor jeder Herausforderung stand ich zitternd, voller Angst, voller Zweifel und habe mich trotzdem dafür entschieden, da durchzugehen. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich bin kein Mensch, der schon mit so viel Mut oder so viel Selbstbewusstsein geboren ist, um Gottes Willen. Nein, nein. Ich bin zu dieser Persönlichkeit geworden, weil ich einfach auch den Weg gegangen bin und jedes Mal mich für die nächste Herausforderung entscheide. Und ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, die nächste Herausforderung ist eben genau das, sich dem Leben komplett anzuvertrauen, sich auch darauf zu vertrauen, dass das Leben immer das Beste für dich vorhat und einfach loszugehen. Einfach loszugehen, was auch vielleicht verrückt ist, das meinte nämlich auch meine Freundin zu mir. Wir haben noch keine Unterkunft drüben. Wir werden Ende diesen Monats nach Zypern gehen. Wir haben für die erste Woche, für die ersten 7 Tage, haben wir eine Airbnb. Und in dieser Zeit wollen wir uns unsere Unterkunft suchen. So ist es. Ja, und ja, wir haben ein Kind. Und ja, wir sind Eltern. Und ja, wir haben Verantwortung. Und ja, trotzdem kann man sich dem Leben anvertrauen und darauf zu vertrauen, dass genau das Richtige uns finden wird. Klar, wir haben jetzt diesen einen Monat die Erfahrung einfach gemacht, dass es unfassbar einfach ist, auch eine Unterkunft zu finden. Und auf Zypern ist es einfach so, dass du direkt zum ersten dann, also wenn du eine Unterkunft anschaust, also wenn du ein Haus oder eine Villa anschaust, dann ist es so, dass du auch direkt, die ist schon leer und sie ist quasi ready für dich. Und du kannst dann direkt zum ersten rein. Und das ist so auch unsere Absicht. Wir wollen zum Ende des Monats hin, haben eine Woche Zeit, uns für eine Unterkunft zu entscheiden. Und zum ersten wollen wir dann halt auch direkt in unser Häusle, in unsere Villa einziehen. Genau, also was es dann wird, wo es dann genau sein wird, I don't know. Also wir haben schon die Stadt Paphos für uns ausgewählt und freuen uns so sehr, weil auch Freunde von uns, meine Mentorin und ihre Familie dahin ausgewandert sind und auch weitere Freunde planen, wahrscheinlich dahin auszuwandern. Also ich freue mich so sehr, diese Erfahrung zu machen. Ich weiß, dass es mich unfassbar wachsen lässt als Persönlichkeit. Ich weiß, dass meine Seele einfach in Dreieck springen wird und sich so, so sehr an diesem Leben erfreuen wird, weil es wieder eine neue Herausforderung ist und das ist alles, was unser Inneres will, wachsen. Wachsen, Erfahrungen machen und anhand der Erfahrungen eben ja, das Gefäß, was wir sind. Wir sind wie so ein Gefäß, was sich immer weiter erweitern darf. Und je weiter unser Gefäß wird, desto mehr Energie können wir durch uns durchfließen lassen. Desto mehr können wir den Menschen dienen, indem wir einfach nur sind, nicht extra etwas dafür tun, sondern indem wir einfach nur sind, unser bestes Leben leben. Wir können viel, viel mehr Menschen eine Stütze sein, eine Inspiration sein, Motivation sein. Wir können viel, viel, viel mehr Menschen durch uns durchlassen. Wir können viel, viel mehr Energie durch uns durchlassen, wenn wir als Gefäß eben wachsen und uns erweitern. Das können wir aber nur nicht, indem wir zu Hause sitzen und theoretisch Bücher studieren oder Online-Kurse machen und die ganze Zeit lernen, lernen, lernen. Nein, das können wir nur, indem wir auch in die Umsetzung kommen. Indem wir all das Gelernte, all das, was wir in der Theorie wissen, auch auf unserem Körper, mit unserem Körper erfahren und spüren in dieser materiellen Welt. Versteht ihr? Also nicht etwas nur, was hier oben stattfindet und wir glauben zu wissen, wie es geht, sondern wirklich erfahren, erleben mit unserem physischen Sein, mit unserem Körper. Und ja. Genau, also das kurz dazu. Da sind so meine Feelings dabei, meine Herausforderungen dabei sind unter anderem natürlich auch diese Unsicherheit. Also ich bin schon eher, was glaubt ihr, warum ich so viel über Energien spreche und Vertrauen und sich dem Leben anzuvertrauen, dem Universum zu vertrauen, mit dem Flow zu gehen? Warum spreche ich so viel darüber? Weil das genau mein Thema ist. Also es ist einfach Fakt, dass ich sehr rational, mein rationaler Verstand ist sehr krass ausgeprägt. Und mein größter Struggle in meinem Leben ist immer diese Balance zwischen Verstand und Herz zu finden. Also wirklich zwischen Verstand und Herzen, das ist immer, da ist oft ein Konflikt. Und ich will mich oft eher dem hier hingeben, weil ich es einfach jahrelang vorher, also mein Leben lang vorher gemacht habe, vor 2016. Und das hier, mein Herz, darauf zu vertrauen, ist immer noch eine Herausforderung für mich. Und worauf wollte ich hinaus? Genau, meine Herausforderungen auch in diesem Fall sind,
Ich erzähle es euch und ich denke mir so, ich mache es einfach, ich gehe einfach los und mache es einfach. Und es hört sich auch so einfach an, aber in mir findet auch eine krasse Transformation statt. Und in dieses Vertrauen zu gehen und es trotzdem zu machen, auch wenn man vielleicht hier und da sich unsicher ist, sich Sorgen macht, ob es wirklich so alles funktioniert. Ich sage ja, das Einzige, was mich rettet, ist der Glaubenssatz bzw. die Erkenntnis, die ich habe, dass all die Probleme ich nicht vorher mir irgendwie Gedanken darüber machen sollte und die wahrscheinlich dann auch sogar noch manifestiere und anziehe, sondern dass ich erst, wenn das Problem oder die Herausforderung da ist, damit umgehe. Wenn du aber noch an einem Punkt bist, wo du Worst-Case-Szenarien durchgehen brauchst, damit du dich sicher fühlst, dann kannst du das natürlich auch machen, wenn es dir hilft. Also auch da sage ich immer ganz ehrlich, es gibt immer eine Lösung für jedes Problem. Und sollten wir in diesen 7 Tagen keine Villa oder kein Zuhause finden, mein Gott, dann verlängern wir einfach unser Airbnb, buchen ein anderes Airbnb und suchen weiter. Das ist kein Weltuntergang. Also versteht ihr auch hier, dieses Vertrauen in sich selber zu haben, jederzeit eine Lösung finden zu können. Dieses Vertrauen in sich selber zu haben, jederzeit auch die Fähigkeit und das Mindset oder die mentale Stärke, sage ich mal, zu haben, in der Herausforderung, in diesem Problem nicht kaputt zu gehen oder an diesem Problem nicht kaputt zu gehen, sondern daraus zu wachsen, dieses Bewusstsein dafür auch entwickeln, dass jede Herausforderung zum Wachsen da ist, also dass wir daraus wachsen und schöpfen können. Und ich glaube, das ist das, was mich halt in diese Herausforderung auch gehen lässt. Obwohl es natürlich, ich bin auch nur ein Mensch, Leute, mit Emotionen und mit Ängsten und Herausforderungen. Und dann kickt da auch noch dein inneres Kind rein, weil sowohl ich als auch Alex, mein Partner, wir sind Auswandererkinder. Ja. Und ich sage euch ehrlich, wie es ist, als ich mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen bin mit meiner Familie, war es alles andere als einfach für mich. Ich hatte so Heimweh. Ich habe so sehr meine Großeltern, meine Familie, ich habe eine sehr, sehr große Familie. Meine Mama hat 6 Geschwister, also ganz viele Tanten, Onkel und meine Großeltern. Ich habe so, so sehr alle vermisst und ich habe so viel geweint. Ich habe so unfassbar viel geweint. Und glaubt mir, das kickt auch noch rein. Diese Themen, die da auch nicht aufgelöst oder nicht bearbeitet sind, kommen genau jetzt hoch. Und das Spannende ist, unsere Kinder sind ja in unserem Feld und unsere Kinder spiegeln uns so viel unserer Prozesse wider. Und Mascha hatte jetzt vor kurzem, ihr ging es einfach nicht, also von heute auf morgen, aus dem Nichts hat sie sich übergeben, ihr ging es gar nicht gut und ich dachte mir nur so, okay, wow, Alex und ich sind gerade so sehr im Außen, weil wir halt eben das ganze Haus jetzt ausräumen dürfen. Und wir dürfen uns vor so vielen Dingen trennen, wir müssen so viele Entscheidungen treffen. Und das ist gerade alles andere als einfach, aber wir sind halt damit abgelenkt. Also wir fühlen uns gerade aktuell gar nicht, weil wir einfach so abgelenkt sind mit dem, was zu tun ist und voll hier drin sind und planen und machen und tun und voll im Außen. Und dadurch kann ich gar nicht sagen, was gerade in mir abgeht, aber ich weiß, dass etwas in mir abgeht, weil ich sehe, dass mein Kind es gerade austrägt. Also unsere Kinder sind bis zum 14., also bis zum 7. oder 14., das ist, ich weiß es nicht mehr genau, Lebensjahr sind die in unserem Feld, in unserem Energiefeld. Das bedeutet, dass sie unter anderem die Themen, wo wir nicht hingucken wollen, für uns ausbaden. Und wenn ihr euch ein bisschen mit Krankheiten, es gibt unfassbar viel Lektüre dazu, also sehr, sehr, sehr spannend, wenn ihr euch dann mit Krankheiten auseinandersetzt, dann könnt ihr auch ungefähr erahnen, worum es geht. Und Alex hatte auch was mit dem Auge gehabt, also auch das voll spannend. Die Transformation zeigt sich durch deinen Körper, wenn du diese Transformation selber nicht durchlässt. Also wenn du die Transformation selbst nicht, beziehungsweise anders. Wir transformieren ständig, alle. Und wir haben immer wieder Herausforderungen. Wenn wir in diese Herausforderungen gehen, werden wir automatisch oder unsere Energie, unsere Frequenz verändert sich einfach. Mit jeder Erfahrung verändert sich unsere Frequenz. Wenn wir aber die Energien, die kommen, nicht durch uns durchlassen können, weil, keine Ahnung, du bist noch nicht ready, dein Mindset ist nicht so weit, dir ist es gar nicht bewusst, dass das passiert mit dir, dann kann es passieren und du hörst es einfach nicht. Also du guckst da einfach nicht hin. Du hast da zwar ein Thema und vielleicht weißt du es auch gar nicht, dir ist es, wie gesagt, nicht bewusst und du guckst da einfach nicht hin, du lenkst dich mit allem anderen ab. So, und wenn das passiert und du das nicht durch dich durchlässt, dann wird dein Körper
diese Energie irgendwie umwandeln müssen. Also so oder so muss die Energie durch. Entweder wird das eine energetische Blockade in deinem Körper sein, oder aber wenn dein Körper sagt oder deine Seele sagt, nee, ich kann es nicht, es muss raus, dann geht es in Form von einer Krankheit zum Beispiel durch dich durch. Und das war auch so spannend. Alex hatte mit dem linken Auge hatte er eine Bindehautentzündung. Und Auge, ja, wofür steht Auge? Was wollen wir nicht sehen? Wo verschließen wir die Augen vor? Und ja, es war auch herausfordernd, wie gesagt, in diesem Moment. Und links steht immer für unsere innere Welt, also für die Mutter und für unsere innere Welt. Und vielleicht auch eben genau das. Man will das Thema oder das, was gerade aufgerüttelt wird durch diese Aktion, durch die Auswanderung selbst, will man gerade nicht anschauen. Und unsere Kleine hatte, wie gesagt, sich übergeben. Aus dem Nichts, mir nichts, dir nichts, auf einmal ging es los und hatte auch krass Husten und übergeben. Ich habe dann auch direkt, also das ist das Erste, was ich mache, spirituelle Bedeutung und psychosomatisch, was das für eine Bedeutung hat, die Symptome, die gerade stattfinden. Also ich google sofort nach und schaue, ich kann euch auch super gerne eine Seite verlinken in den Shownotes bzw. in der Infobox, da könnt ihr super gerne reinschauen, also da ist wirklich sehr, sehr viel vertreten. Und da schaue ich immer nach, okay, was hat das für eine Bedeutung und was könnte es sein? Und so kann ich dann ein bisschen analytischer rangehen und wenn ich es gerade selber nicht spüre, was bei mir abgeht, dann kann ich vielleicht auch das ein oder andere halt rausfinden. Genau, und unter anderem Bauchschmerzen, alles was damit zu tun hat, sich übergeben. Es geht um die Verdauung und es gibt Themen, die man halt eben nicht verdaut hat. Und das war auch dann meine Schlussfolgerung. Oh mein Gott, natürlich, inneres Kind kickt rein. Unterbewusst kommen einfach Themen hoch, weil ich gerade eine ähnliche Erfahrung oder beziehungsweise es wiederholt sich gerade in meinem Leben und ich gehe wieder diesen Schritt und es kann eine absolute Heilung für mein inneres Kind bedeuten, aber natürlich wird erstmal jetzt gerüttelt, das Fundament wird gerüttelt, da wo ich die jahrelang nicht hingeschaut habe, wir sind seit über 20 Jahren in Deutschland, 22 Jahre, ja, 23 Jahre sogar dieses Jahr. Da, wo ich nicht hingeschaut habe, das, was ich noch nicht für mich aufgelöst habe bzw. nicht für mich geheilt habe, kommt jetzt wieder an die Oberfläche. Und das ist so unfassbar spannend, das zu beobachten. Wie gesagt, Bauchschmerzen, das ist ja immer im Bereich unseres Solarplexus. Und unser Solarplexus-Chakra steht ja eben für Emotionen. Und Emotionen unter anderem Ängste, da haften sich schnell immer eben Ängste. Ja, und habe ich Angst? Natürlich, also ich glaube schon, natürlich, ich bin ein Mensch, auch wenn ich so sehr im Vertrauen bin und meine Ratio gar nicht in dieses Angstding reingeht, also ich steigere mich da gar nicht rein, ich steigere mich immer eher lieber in positive Emotionen bewusst rein, anstatt in die negativen Emotionen, aber natürlich, wie gesagt, ich bin nur ein Mensch, ich weiß nicht, was mich erwartet, ich weiß nicht, was uns als Familie erwartet, ich weiß nicht, wie einfach oder schwer das Ganze sein wird und ich weiß aber, dass es herausfordernd sein wird und muss, weil es ja komplett etwas Neues ist. Ich freue mich auf diese Herausforderung, aber nichtsdestotrotz bin ich nach wie vor ein Mensch und habe diese Ängste. Und wie gesagt, dann kickt noch das innere Kind rein mit den Themen, die von früher nicht bearbeitet, nicht aufgelöst wurden. Und das ist so spannend, wenn man diesen ganzen Prozess nicht nur unbewusst einfach durchläuft und im Außen einfach nur die Gründe dafür sucht, warum was gerade abgeht, sondern auch da mal ein bisschen tiefer reingeht und analysiert und sich Gedanken darüber macht, was will mir diese Situation gerade sagen? Was darf ich noch für mich auflösen, heilen und lernen? Was darf ich noch in mein System reinlassen? Wie darf ich meine innere Welt transformieren? Und das ist kein aktiv, also ich sag euch ehrlich, wie es ist, mir macht das einfach unfassbar Spaß. Mir macht das so viel Spaß, da so ein bisschen Detektiv zu spielen und ein bisschen zu analysieren und diese Rätsel, für mich ist es rätselhaft und ich liebe Rätsel, ich liebe es, rauszufinden, zu analysieren, was es zu bedeuten haben kann für mich und was es auch mit mir macht. Und ich glaube auch nichtsdestotrotz auch daran, dass wir einfach, wenn wir die Dinge tun, also wenn wir einfach durch die Türen gehen, und es ist nicht so wichtig, welche Tür du gerade nimmst, es ist wichtig, dass du dich auf den Weg machst. Und wenn du dich auf den Weg machst und einfach auch die Dinge tust, dann wirst du schon auf deinen Weg geführt, früher oder später. Wisst ihr, was ich meine? Du wirst spüren, wenn es nicht deins ist. Du wirst es sowas von spüren. Aber auch hier dieses Vertrauen und dieses Gefühl oder dein Gehör darauf zu schärfen, dass du es fühlst, ist ja wieder die Verbindung zu dir. Also es ist wieder die Erfahrung, die du machen darfst, damit du diese Verbindung zu dir auch stärkst. Versteht ihr, was ich meine?
Also es ist nichts, du wachst eines Tages morgens auf und plötzlich hast du diese Verbindung zu dir und plötzlich vertraust du voll dem Leben, vertraust voll dir. Nein, es ist durch die Erfahrung, die du machst. Du sammelst diese Erfahrung und die werden nicht immer positiv sein. Und das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Also es ist auch wichtig, dass die Erfahrungen negativ sind bzw. fordernd sind, damit du ja erst auf deine Kosten kommst bzw. deine Stärke entdeckst. Dann auch merkst, wow, ich kann krass, wie anders ich damit umgehe. Krass, wie spannend ist das, sich auch dessen auch immer und immer wieder bewusst zu machen. Genau, zum Thema Herausforderung hatte ich ja gesagt und für mich ist es einfach klar, es ist Wachstum, ich vertraue darauf, dass jede Herausforderung für mich sind, das ist mein Wachstum, ich darf da in die Entwicklung gehen, ich darf mich einfach auf das Abenteuer einlassen und das tue ich. Und das ist genau das, was ich tue. Ich lasse mich auf dieses Abenteuer ein und ich bin so unfassbar aufgeregt und so unfassbar gespannt, wie ich das erleben werde und wie ich auch durch diesen Prozess gehen werde. Und ich glaube auch sehr daran, dass wir, indem wir einfach die Schritte gehen und einfach nur tun und umsetzen und machen, dass auch dadurch super viel Heilung entsteht. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt extra irgendwas für mein inneres Kind tun muss, was damals eben diese Auswanderung nach Deutschland so hart getroffen hat und so viel auch Schmerz erfahren hat. Ich glaube, dass wenn ich die Auswanderung jetzt vollziehe und Freude daran habe und einfach diesen Prozess genieße und es einfach mich einfach auf dieses Abenteuer einlasse, dass dadurch schon so unglaublich viel Heilung entstehen wird. Genau. Was ich auch unbedingt zum Ende hin betonen möchte, als wir mit Alex auf Zypern waren, ist uns so krass bewusst geworden, was eigentlich hier möglich ist und was ich durch diese 3 Jahre und durch dieses Business, wofür ich mich entschieden habe, durch diese Business-Chance, was man einfach kreieren kann. Und wenn ich auch mein Team beobachte, meine Freundinnen beobachte, die bei mir im Team sind und welches Leben sie heute leben, weil sie sich vor einigen Jahren dafür entschieden haben, was sie sich aufgebaut haben. Meine beste Freundin zum Beispiel reist auch, also in diesem Jahr 2024, halbes Jahr ist um und sie war schon 7 Mal im Urlaub. Wie krass ist das? Also, dass sie auch die Möglichkeit hat, diese Freiheit zu haben, die Welt zu entdecken, mit ihrem Kind zusammen, auch bei ihrem Kind zu sein und trotzdem da finanziell gut aufgestellt zu sein, viel, viel besser als wie mit einem Teilzeit- oder Nebenjob. Das ist einfach unglaublich und das ist auch Erfüllung für mich persönlich, diese Menschen zu sehen, zu fühlen, wie viel einfach in ihnen sich verändert, wie ihr Leben sich verändert, wie viel Wachstum stattfindet und wie viel mehr Wünsche sie sich erfüllen können dadurch. Und es ist total unwichtig, welche Wünsche du hast. Es kann sein, dass du einfach nur ein bisschen was nebenbei verdienen möchtest. Es kann sein, dass du auch wirklich das Ganze voll all in gehen möchtest und einfach dieses Business only machen möchtest. Es ist aber kein Muss, es ist komplett dir überlassen. Was möchtest du? Ich sage euch ehrlich, wie es ist. Als ich damals vor 3 Jahren angefangen habe, dachte ich, wow, wenn ich 500 € nebenbei von zu Hause aus verdienen kann, geil. Geil. Ich war damals hochschwanger und habe mir gedacht, you never know, wann du wieder zurück in deinen Beruf als Make-up-Artist gehen kannst und ob es überhaupt möglich sein wird. Und hier hast du die Möglichkeit, ein bisschen was nebenbei zu verdienen, von zu Hause aus. Du kannst bei deinem Kind bleiben. Also was für eine großartige Chance ist das? Dass das Ganze so groß wird, habe ich auch erst auf dem Weg, nachdem ich einfach durch die erste Tür gegangen bin, durfte ich das erfahren, durfte ich das erkennen. Also es ist nie so, dass du von Anfang an ganz genau weißt, was abgeht und was auf dich wartet und was auf dich zukommt und auch schon voll ready dafür bist. Nein, es ist wie das Mutterdasein. Man wächst mit seinen Aufgaben, man wächst in diese Rolle rein und man merkt dann auch, dass man zu so viel mehr fähig ist. Das ist auch wieder bewusst, sich in die Herausforderung zu begeben, bewusst sich für die Herausforderung zu entscheiden, um eben ja, daraus zu wachsen und daraus etwas Neues entstehen zu lassen. Das ist unfassbar. Und uns ist auch so bewusst geworden, als wir mit Alex gesprochen haben. Also es gibt Menschen, die natürlich offensichtlich so gutes Geld verdienen, so viel mehr Geld verdienen, als wie ich es zum Beispiel tue oder Menschen aus meinem Team. Aber nichtsdestotrotz sind die Menschen unter anderem, diese Menschen, also es gibt viele davon, aber sie sind zum Beispiel an Deutschland gebunden oder an dem Ort, an dem sie arbeiten. Und sie sind einfach örtlich nicht frei. Sie sind an diesen Ort gebunden, um überhaupt diese finanziellen Möglichkeiten zu haben oder finanziell einfach solche Summen verdienen zu können.
Und während des Gesprächs ist uns einfach so bewusst geworden, krass, Alter, also das ist das, was möglich ist. Du kannst nicht einfach nur ein bisschen was nebenbei verdienen. Nein, Mann, du kannst das auch noch von jedem anderen Punkt der Erde. Was? Also, wisst ihr, dass wir hier auswandern können, diese Möglichkeit? Es ist, ich hätte alles Mögliche andere tun können. Und es gibt auch genug andere Partnerunternehmen, wo es eben nicht möglich ist, die nicht weltweit vertreten sind, beziehungsweise europaweit vertreten sind. Und die halt eben nicht diese Chance haben, sich so komplett frei entfalten und überall auf der Welt mal leben zu können. Versteht ihr? Und also mich überkommt auch immer so unfassbar viel Dankbarkeit und Demut. Das, was hier möglich ist, das, was ich hier erfahren und erleben darf, ich bin unfassbar dankbar dafür. Und ich noch mehr demütig und dankbar macht mich das Ganze, weil ich das Ganze weitergeben darf. Also es ist nicht einfach nur so, hey, ich habe hier was rausgefunden, eine krasse Chance, die mein Leben komplett verändert hat und nur ich profitiere quasi davon. Nein, es ist etwas, was ich weitergeben darf. Also das ist auch nochmal der Unterschied zwischen den Erfahrungen, die ich in anderen Bereichen der Selbstständigkeit, meinen früheren Selbstständigkeiten gemacht habe und das, was ich hier heute tue. Also, dass diese Erfahrung, dass ich das Ganze auch den Menschen weitergeben kann. Ich kann den Menschen die Möglichkeit geben, auch finanziell freier zu werden oder eine finanzielle Erleichterung zu haben in ihrem Alltag, in ihrem Leben. Das erfüllt mich so sehr. Also, das ist etwas, was definitiv zu meiner Bestimmung auf diesem Planeten gehört, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich spüre nicht die Erfüllung, wenn ich einfach nur Coachings oder keine Ahnung, meine Meditationspakete mache. Da ist das klar, ich unterstütze da auch die Frauen, aber es liegt mir so, so sehr am Herzen, auch ihnen zu zeigen, welche Möglichkeiten es noch gibt und wie viel Freude man bei seiner Arbeit haben kann und wie viel Erfüllung man als Frau spüren kann, wenn man anderen Frauen unterstützt, supportet, wenn man sie stärkt, wenn man an sie glaubt, wenn man auch andersrum, wenn man diesen Support bekommt, wenn man auch von seinem Mentor eben diesen Glauben an sich bekommt. Also das ist auch etwas, was mich komplett verändert hat, weil ich einfach diesen Support bekommen habe, weil ich auch von den Menschen, die Menschen haben an mich geglaubt, meine Mentorin hat an mich geglaubt, sie hat so stark an mich geglaubt, dass selbst sie mich damit angesteckt hat und ich angefangen habe, mehr an mich zu glauben. Versteht ihr? Und dieser Mensch, dieser Mentor oder einfach auch diese Person für jemand anderes zu sein, ist meine pure Erfüllung, weil es hat mein Leben verändert, es hat das Leben meiner Familie verändert. Leute, wir wandern aus. Ende diesen Monats wandern wir aus. Was ist los hier, Alter? Das ist so krass. Ich spreche es aus und ich kann es selbst nicht glauben. Ich denke manchmal, ich spreche so über jemand anderes. Wisst ihr, was ich meine? Also, es ist einfach unglaublich. Und ich hoffe so sehr, dass ich euch damit anstecken konnte, mit dieser Energy auch anstecken konnte, dass ihr das gespürt habt, dass ihr es gefühlt habt. Es ist einfach unglaublich, was möglich ist. Und keine Worte der Welt können das eigentlich verpacken, was alles in unserem Leben möglich ist. Und ich freue mich auf jede Frau, die den inneren Ruf verspürt, etwas an ihrem Leben zu verändern, etwas mehr in die Herausforderung zu gehen oder sich auch traut, einfach so mutig ist, ihr Potenzial auszuleben und einfach den inneren Drang und Wunsch verspürt, für sich loszugehen, für ihr Potenzial loszugehen und an sich zu glauben, beziehungsweise sich mit Menschen zu umgeben, die so, so tiefgründig sind, die so viel mehr im Leben wollen. Ihr seid alle herzlich willkommen. Es wäre mir eine Ehre, eine riesengroße Freude, euch auf eurem Weg begleiten zu dürfen und ja, vielleicht auch einfach ein kleiner Puzzleteilchen in eurer Erfolgsgeschichte sein zu dürfen und euch auf eurem Erfolgsweg begleiten und beobachten zu dürfen. Es ist meine absolute Erfüllung, denn wisst ihr, indem ich da rausgehe und den Menschen meine Hand reiche, ist es gefühlt so, als würde ich die Vika von damals immer und immer wieder die Hand reichen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie sehr ich mir damals jemanden gewünscht habe und wie dankbar ich war, als ich diese Person in meinem Leben gefunden habe, die so sehr, ohne mich zu kennen, so sehr an mich geglaubt hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass daraus auch die Vika von heute entstanden ist. Und ja, wie gesagt, meine Mentorin hat mich auch damit angesteckt, mehr an mich selber zu glauben. Und das ist das, was ich weitergeben möchte. Das ist das, was meine pure Erfüllung ist. Das ist meine Mission, das ist meine Berufung. Das ist das, wofür ich losgehe. Das ist das, wofür ich lebe. Jeden Morgen aufstehe
Und ja, so viel dazu. Leute, wir haben echt schon sehr, sehr lange Zeit hier miteinander verbracht. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für eure Energy, für eure Liebe, für die Kommentare, die ihr mir schreibt. Und danke, dass ihr so mutig seid, für euch loszugehen. Das wird euer Leben verändern. Ich weiß es. Ich weiß es so sehr. Ich weiß, es ist nicht einfach. Und ich glaube, es wird auch nicht der Punkt kommen, wo es einfacher wird. Es ist eher so, dass du als Gefäß einfach dich erweiterst und gewisse Herausforderungen einfach nicht mehr so groß für dich erscheinen. Aber nicht, weil sie kleiner geworden sind, sondern weil du einfach größer geworden bist. Yes. Und ich glaube, das ist ein wunderschöner Abschluss zu dieser heutigen Folge. Vielen, vielen Dank für euch, für euren Mut, dass du da rausgehst, für dich losgehst. Und ja, dadurch, dass du dein Leben veränderst, deine innere Welt verändert sich, deine äußere Welt. Und du bist eine riesengroße Inspiration für die Menschen in deinem Umfeld. Yes, danke, danke, danke für euch. Ich knutsche euch, freue mich so sehr auf dieses Abenteuer und euch auch auf diesem Abenteuer mitzunehmen. Es wird auf jeden Fall weitere Podcast-Folgen, vielleicht auch YouTube-Videos, aber vor allem auf Instagram einiges geben zu unserer Auswanderung. Und ja, danke, dass ihr mit am Start seid. Danke, danke, danke für euch. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Eure Vika.